Über die Frage, was Kunst ist, da haben sich ja nun auch schon wirklich viele Menschen den Kopf zerbrochen. Die Frage bewegt uns und die Frage muss uns auch bewegen als Künstlerinnen und Künstler und natürlich auch als Kunstpädagoginnen und Kunstpädagogen. Wohl wissend, dass nicht alle unsere Studierenden, wenn sie hierher kommen, um Kunstpädagogik zu studieren, das Ziel haben, Künstlerin oder Künstler zu werden, aber sich eben mit Kunst auseinanderzusetzen und auch dieser Frage nachzugehen. Als Kunstpädagoginnen und Kunstpädagogen ist es unsere Aufgabe, einen Raum zu betreten, in dem sich Kunst abspielt, wo Kunst produziert wird, wo Kunst wahrgenommen wird, wo Kunst reflektiert wird. Das ist das, was wir hier machen. Das ist das, was wir unseren angehenden Kunstlehrerinnen und Kunstlehrern mitgeben wollen, damit die, wenn sie an der Schule das Fach Kunst unterrichten, auch mit entsprechendem Rüstzeug ausgestattet sind. Wenn man sich dazu entscheidet, heute Kunstpädagogik zu studieren, dann tun viele das deshalb, weil sie sich aus einer gewissen persönlichen Affinität heraus für das Fach interessieren. Aber dazu kommt bei nicht wenigen auch dieses Anliegen, Menschen, mit denen man zu tun hat, eben den Erwerb einer kulturellen Kompetenz auch zu erwerben. Wir haben Zielgruppen in allen Bevölkerungsbereichen, in allen Altersschichten. Und gerade ein Feld wie Kunstpädagogik ist aus unserer Sicht prädestiniert dafür, die unterschiedlichen kulturellen Räume auch erfahrbar zu machen, darüber zu reflektieren. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Menschen oder man müsste sagen, immer noch zu viele Menschen, die das eben nicht haben oder nicht haben können. Und so ist es unsere Aufgabe auch, gerade das zu ermöglichen. Ja, als Kunstpädagoginnen und Kunstpädagogen können wir das schaffen. Wir verfügen über das notwendige Wissen auch, das zu ermöglichen. Und gleichzeitig ist das auch unser Antrieb.